Das seht ihr ja nicht, aber wir haben ganz viele Kissen hier. Ja. Ich hab auch so ein Meditationskissen, so ein ganz großes, da hinten in der Ecke. Aber da kannst du dich, glaube ich, nicht draufstellen. Das geht nicht. Das ist schon sehr groß. Ich muss mal die ganze Zeit so stehen. So. Okay. Wäre sogar cool, wenn du nicht so viel größer wärst als ich, weil so sieht es so aus, als wärst du so mein Magger, so, weißt du, so. Jo, ich hab den hier auf der Straße aufgerufen. Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Es geht schon los. So, wir haben noch nicht mal mit dem Video angefangen und schon geht das Lachen los. Ich habe heute Lara dabei, eine Freundin von mir. Ist gut vorgestellt, ne? Super. Super, ne? Und Lara wird dir heute mal erzählen, beziehungsweise wir werden heute allgemein mal so ein bisschen über das Thema Anziehung reden. Ich dachte mir so ein bisschen große No-Gos beim Thema Anziehung für Frauen und große Go's, also Sachen, die du richtig machen kannst, wenn es um das Thema Anziehung geht. Du hast ja mal in einem Fitnessstudio gearbeitet und da dann auch sehr viel mit Männern zu tun gehabt. Wurde es bestimmt das ein oder andere Mal angeflirtet, so wie ich das auch manchmal im Fitnesscenter mache. Aber natürlich ganz professionell. Ne? Ich bin dann immer so, hey, direkt bei der arbeitest du hier? Bist du öfter? Ja, genau so mache ich das. Ist das gut? Ist schon... Nein, das ist zu viel. Okay, gut. Habe ich schon was gelernt. Ne? Siehst du, ich bin schon gut im spontanen Videos machen, merkst du es? Total. Ja, wir ergänzen uns. Mhm. Cool. Jetzt, guck mal, bevor ich gleich wieder anfange, das hatte ich beim Seminar auch, da habe ich angefangen sehr viel zu reden und ich höre mich halt selbst gern reden. Und dann driftet das immer ab. Deswegen erzähl doch einfach mal, ich gebe dir mal das Mikrofon. Genau, es hält immer der es hat. Deswegen okay. Dein Turn. Also jetzt darf nur ich reden, du darfst nicht mehr reden. Wie der Teddybär, so der Redeteddybär. Ja, wer den hat, darf reden, oder den Ball. Ja. Oder das Kissen, aber du stehst ja drauf und deswegen geht das ja gerade. Ja, auf vier Kissen. Deswegen erzähl doch einfach mal so ein bisschen, vielleicht, lass doch mal mit den größten No-Gos anfangen, das fände ich ganz interessant. Also Sachen, wo du sagst und wo du auch vielleicht von anderen Frauen weißt, so solche Sachen gehen halt so überhaupt nicht. Du meinst, wenn man angesprochen wird? Genauso im gesamten Umgang mit Frauen vielleicht. Also ich würde es gar nicht auf irgendeinen speziellen Prozessschritt jetzt beschränken, wie Ansprechen, Beziehung, erstes Date, sondern ich würde sagen, so richtige No-Gos vielleicht, wenn du dir was darunter vorstellen kannst, gerne auch ansprechen. Also ich will es nicht spezifizieren. No-Go. No-Gos. Direkt in den Arm nehmen? Nein, Spaß. Ich glaube, direkt in den Arm nehmen könnte in gewissen Fällen, wenn man es richtig macht, schon funktionieren. Natürlich. Ne? Also wenn eine Frau mir sehr, sehr sexuelle... Zeichen gibt, dann könnte man da auch sehr direkt sein. Aber ja, jetzt stehe ich mir jetzt still. Okay, also ein No-Go, mir fällt nicht ein. Also bei dir kann man alles machen. Okay, was würde zum Ansprechen? Vielleicht hast du irgendwie eine Situation im Kopf, wo man... No-Go, vielleicht wenn man einfach so die Frau halt zwingt, wenn man merkt, okay, die ganze Zeit, auch wenn man mal Nein sagt, dass der Mann halt trotzdem tausendmal weitermacht, obwohl man schon merkt so, hey, ich gehe gerade weg, oder dass der Mann halt die Körpersprache überhaupt nicht interpretiert. Ja. Ne? Und dann halt irgendwie trotzdem dreimal, wenn man sagt so, hey, ich möchte jetzt weitergehen. Ja. Ne? Das ist ja so nervig, dass die Energie dann da verschwendet wird. Nicht verschwendet, aber das, wenn der Mann nicht erkennt, ist schade. Wie würde ich eigentlich sagen? Es ist schade, wenn der Mann nicht erkennt, dass die Frau kein Interesse hat und dann halt zu viel Druck versucht auszuüben oder dass er zwingen will. Hm. Ja, dieses Erzwingen, diese Energie dahinter. Mhm. Ja, ist ganz interessant. Ich hatte das, letztens hatte ich so eine Situation, die das ganz gut widerspiegelt, hatte ich ein Date. Und da war eine Frau bei mir und die meinte zu mir so, boah, ich erzähle dir jetzt mal eine richtig coole Geschichte. Und dann hielt sie so kurz in und meinte so, ah nee, die kann ich dir doch nicht erzählen. So, und dann war ich so, okay. Dann ist man natürlich neugierig. So, genau, da ist man ja normalerweise neugierig, aber ich habe sie halt angeguckt und habe gesagt, okay. Also so überhaupt, also ich habe auch nicht nachgefragt, ich war so, alles gut. Ne? Und sie so, wow, so sonst fragt immer jeder direkt nach. Finde ich ja voll gut, dass du das einfach so akzeptierst. Ich so, ja, alles gut. So. Und 20 Minuten später hat sie mir die Geschichte einfach von sich aus erzählt. Mhm. So, also keinen Druck ausüben in der Situation. Das ist ja auch eine Sache, die ich euch schon mal öfter gesagt habe. Die Leute auf dem Seminar kennen das auch, das Modell, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Date mit einer Frau bin und ich versuche, die Frau zu küssen, also sie ist ja auf einem Date mit mir. Das heißt, also eine Frau geht ja meistens nicht auf, also du gehst ja aufs Date mit einem Mann, wenn du weißt, so, okay. Dann ist schon ein Ja da. Genau, dann ist schon ein gewisses Ja da. Das heißt es nicht, ich springe sofort mit dem in die Kiste, aber es heißt halt, okay, wir schauen mal, was passiert. Ne? Das ist, habe ich mal gehört, dass Frauen immer sehr viel auf Dates gehen und so und mit der Einstellung, mal gucken, was passiert. Das stimmt. Das stimmt? Also glaube ich schon, das sagen auch viele Freunde von mir. Ja. Mache ich auch so, dass man einfach guckt, okay, ich glaube, viele Frauen, weil sie halt eher so sehr lieb sind und nicht direkt dahin sein wollen und das nicht gelernt haben,
dass sie dann halt sagen, okay, ich gebe dir noch eine zweite Chance. Genau. Ne? Und dann vielleicht auch noch eine dritte, manche. Genau. Ja. Und das passt halt zu dem, was ich dir manchmal sage, nämlich, dass du, also in meiner Welt ist es so, du kannst halt eine Frau, die Interesse an dir hat, nicht verlieren, indem du zum Beispiel versuchst, den nächsten Schritt zu gehen, sie zu küssen. Es kann einfach nur sein, dass es in dem Moment noch nicht richtig ist, noch nicht passt. So, das wird sie dir dann mitteilen oder sie wird das ja feedbacken. Und was ich dann halt immer mache, ich nenne das einen Schritt vor, das ist natürlich der Versuch zum Kuss, sage ich mal in dem Fall. Und dann merke ich, okay, da kommt Widerstand und dann gehe ich zwei Schritte zurück. Und der erste Schritt zurück ist halt ein körperlicher Schritt zurück, wo ich dann wirklich einen körperlichen Schritt zurück mache und zum sowas Beispiel? Mache. Also ein Körper, also wenn ich jetzt dir nahe komme, weißt du, und ich merke so, no, und dann bin ich so, gehe einen Schritt zurück, lehne mich zum Beispiel zurück und bin so, alles gut, ganz entspannt. Also ich nehme erstmal den körperlichen Druck weg, ja, ich ziehe mich sozusagen zurück. Wenn ich verbal zu weit gegangen bin, dann gehe ich verbal zurück und ich benutze gerne diese Wörter so, alles entspannt, kein Stress, so, wir machen nur, wo wir beide Lust haben, so, alles entspannt, kein Stress. Ich zwinge dich zu. Alles gut, genau, ich zwinge dich. Und, genau, dann der zweite Schritt zurück, dass ich wechsle dann das Thema, weißt du, dann nehme ich halt, ich will den Druck komplett aus der Situation rausnehmen und dann wechsle ich halt das Thema, weil es ist natürlich, wenn ich dich jetzt versuche zu küssen und du lehnst mich ab, dann ist es ja für dich auch unangenehm, du denkst dir dann so, ach nee, voll blöd, jetzt muss ich da den ablehnen, das macht man natürlich nicht gerne, so, und damit dieser Druck aus der Situation rausgenommen wird, wechsle ich einfach das Thema und, also nicht so mega so, und, wie ist das Wetter heute, sondern ich lasse das dann so ausklingen und fange an, über was anderes zu reden und lasse dann quasi diese Situation erstmal vollkommen hinter mir, ne, um dann zu einem späteren Zeitpunkt, das erneut zu probieren. Mhm. Also wenn die Frau halt auf dem Date bleibt und ich merke, sie ist weiterhin offen mit mir, Zeit zu verbringen, dann ist es ja klar, dass sie generell anscheinend Lust hat, Zeit mit mir zu verbringen, nur vielleicht noch nicht jetzt bereit ist. Ne? Mhm. So wäre dann meine Vorgehensweise, ja, die ich auch empfehle. Ja, da auch durchatmen und dass man auch zeigt, man kann auch mit unangenehmen Situationen klarkommen. Mhm. Ne? Also dass man einfach sagt, hey, okay, ist es okay, wenn man noch abgelehnt wird? Mhm. Ja. Ich finde das gar nicht okay. Ich werde dann immer sauer. Echt? Manu! Das ist das innere Kind. Manchmal. Da bin ich in einer Beziehung, einer von meinen Beziehungen, bin ich da. Aber ich will, ab irgendeinem Punkt mal echt haben. Sauer gewesen, immer. Das war echt blöd, aber das war dann schon so etabliert, dieses Muster. Das war echt schwer, das nicht zu tun. Naja, aber das. Aber das ist ja schön, man lernt auf jeden Fall was über durch seine eigene Reaktion, über sich. Das tut man. Sehr cool. Also, um den Punkt nochmal zusammenzufassen. Also, erster Punkt war, wie du gesagt hattest, wenn ein Mann nicht erkennt, dass da einfach Widerstand ist, dass da so Stopp sozusagen, ne? Mhm. Richtig, okay. Mhm. Das ist ein großes No-Go. Fällt dir noch was anderes ein? Wenn man jetzt einen Kontakt hat zum Beispiel, man hat die Nummern ausgetauscht und dann schreibt man 1000 Mal. Und wartet nicht, ne? Dass die Frau antwortet, ja. Also wenn man halt merkt, die Person hat auch keine Geduld, weil ich antworte, wenn ich Zeit habe. Ja. Wie soll man das sagen? Too needy. Zu bedürftig, too genau. Needy, ja. Ne? Ja, mega. Also deswegen gerade, ich sag's ja auch immer wieder, das Telefon ist halt in meiner Welt. Das ganze Schreibmedium ist ja in meiner Welt dafür da, um ein Treffen auszumachen, damit man dann die Frau halt im echten Leben treffen kann. Und genau. dann kann man den ganzen Kram ja machen, so, dann kann man das ganze Kennenlernen ja machen. Genau. Genau. Ja, weil wenn man dieses Medium zu viel nutzt, dann übernutzt man es meistens auch. Mhm. Und es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn die Frau halt mitbekommt, dass du den ganzen Tag nur an deinem Handy hängst, auf ihre Antwort wartest und eigentlich auch gar nichts anderes in deinem Leben zu tun hast. Mhm. Das ist halt nicht besonders attraktiv, das ist halt so, okay, get a life, ne? Oder get a job. Also, und ja, genau. Was auch cool ist, ist, wenn der Mann einfach mal anruft. Echt, ja? Und die Initiative ergreift, ja. Ich rufe echt nie an. Also, ich finde es halt schöner, die Stimme zu hören, ne? Weil überschreiben hast du halt nur Buchstaben, die kann man falsch interpretieren. Ja, ja. Ich mache immer Sprachnachrichten. Ne? Achso, heutzutage gibt es auch Sprachnachrichten, okay. Ja. Hast du schon mal von WhatsApp gehört? Ja, okay. Habe ich auch. Aber trotzdem ist es halt nicht in dem Moment gerade, dass man redet miteinander. Du kannst ja auch Stunden später was antworten, auch wenn es eine Sprachnachricht ist. Das stimmt, ja. Aber am Telefon, dann hast du die Person wirklich am Telefon. Kannst auch fragen, hey, was machst du gerade, was störe ich oder irgendwas? Und dann hast du kurz Zeit. Und dann kann man zum Beispiel auch das Date besprechen oder wann man sich trifft. Hm. Why not? Das heißt, wenn du so einen Mann so 5 Minuten auf der Straße kennengelernt hast, dann würdest du drangehen, wenn er dich anruft? wenn ich Zeit hätte, schon. Okay. Okay, interessant. Ja. Habe ich selbst noch nie so, also ich arbeite nicht viel mit Telefonieren, aber es ist auf jeden Fall eine interessante. Also es zeigt auf jeden Fall auch Selbstbewusstsein, dass man seine
Stimme dann auch am Telefon zeigen kann. Ja. Finde ich jedenfalls. Finde ich auch, ja. Und also für mich persönlich ist das jetzt nicht too much, sich anzurufen. Vielleicht für andere Frauen. Aber das zeigt halt nur so, hey, wir haben doch eh schon auf der Straße miteinander geredet. Ja. Warum können wir das nicht auch am Telefon? Eigentlich schon, ja. Das ist so eine gewisse, hey, ist doch eher das locker und entspannt. Und ja, genau. Ja. Ja, also und wenn die Person dann nicht zurückruft, dann muss man jetzt auch nicht tausendmal anrufen. Man ruft einmal an, wenn dann halt nicht zurückkommt, okay. Da wären wir wieder mit bei diesem Signale deuten Ding, weißt du. Ich muss halt nicht richtig, dann ist hier so ganz entspannt. Genau. Ganz entspannt. Ja. Ne? Schön. Okay. Ah, ich sehe, du denkst schon weiter, ich gebe das wieder an dich. Ja, das kannst du auch ein bisschen davon erzählen, so, wo du sagst, so, hey, das sind Dinge, die sind halt super attraktiv, so allgemein, an männlichen Verhalten. Er flext deine Muskeln. Ah. Muskeln natürlich, total. Auf den, Videos sehe ich manchmal muskulös aus. Es ist nicht so. Jeder Trapez kommt raus. Ja. Soll ich deine Möbel hochtragen? Warum liegt dir Stroh? What? Kennst du das? Nein. Kennst du nicht? Warum liegt der Stroh? Krass. Was kennst du? Das ist so eine klassische Porno-Referenz. Da ist es so ein Porno. Da, ich glaube, ich gucke nicht so viele Pornos. Nein, natürlich nicht, aber das kennt eigentlich jeder. Da ist irgendwie so, sie ist so, nee, wie war das denn? Er ist so, warum liegt hier Stroh? Und sie fragt ihn so, er hat so eine Maske auf. Sie so, warum hast du eine Maske auf? Und er so, ja, dann blas mir doch einfach ein. Und also das ist so genau, das ist einer der bekanntesten Porno-Dialoge, der so richtig bescheuert ist. Und das ist einfach so ein klassischer. Ja. Genau. Ja, aber du wolltest gerade... Spiegelt sehr die männliche Sexualität. Du wolltest gerade erzählen, was außer Muskeln noch ganz toll ist. Ja, Selbstbewusstsein natürlich. Natürlich Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Aber wie ist man überhaupt selbstbewusst? Ja, gute Frage. Wie? Hast du mich das gefragt? Wie ist man selbstbewusst? Fragt euch selbst mal, was bedeutet für euch Selbstbewusstsein? Kurze Pause. Denken. Dann gibt es noch Aufgaben mit den Videos. Ich gebe Aufgaben mit den Videos. Okay. Ich finde immer, die Leute sollten auch selbst nachdenken. Ja. Übrigens, das wollte ich mal kurz sagen, also das fällt mir ja wieder auf, wie mir das eigentlich immer, das fällt mir immer auf, wenn ich Videos mit Frauen mache. Diese Videos mit Frauen haben nicht nur den Vorteil, dass wir dir gute Informationen geben, was wir ja tun, sondern es hat auch den Vorteil, dass du mich im Umgang mit Frauen sehen kannst. Dich, Bert. Ja, mich. Mhm. Und dich im Umgang mit Männern, aber das ist ja nicht so wichtig. Also, du kannst mich im Umgang mit Frauen sehen und das, was du aus den Videos lernst, nimm das nicht nur aus den Informationen mit, die wir hier geben, sondern auch aus dem Vibe, der immer so entsteht. Weil ich generell mit den meisten Frauen so ein bisschen immer so ein Flirty-Vibe mache, so immer so ganz leicht, das machen wir ja auch. Und das ist vielleicht die viel größere Lehre, die du übrigens aus diesen Videos nochmal mitnehmen kannst. Das will ich nochmal an der Stelle anmerken. Ja, mich erinnert das auch so ein bisschen an Playfulness im Umgang mit Männern. Genau, dieses Spielerische, dieses Nicht-Ernst. Genau, das ist allerwichtigste. Aber das ist der Vibe für das ganze Leben, Playfulness. Genau, Playfulness, richtig. Und Abenteuer. Und diesen Playfulness-Vibe, den kannst du halt in diesen Videos, den ich mit Frauen mache, immer sehen. Das liegt aber auch daran, dass ich immer sehr tolle Frauen dabei habe, die playful sein können. Oh, danke. Wo war ich vorher? Also auch nicht. Die Frage nach Selbstbewusstsein. Nach dem tollen Spruch wüsste ich auch nicht mehr, wo ich bin. Selbstbewusstsein. Genau, dass man zum Beispiel Augenkontakt halten kann. Jetzt nicht staring, aber genau, dass er mir in die Augen gucken kann. Mhm. das finde ich total attraktiv, weil diese Präsenz von einem Mann, dass er auch zuhören kann. Und man sieht, er hört wirklich zu. wie? Du bist so präsent. Du bist so präsent, oh mein Gott. Ja. Insider. Insider, ja. Schön, wir haben schon Insider, ne? So süß ist das. Naja, klar. Wir kennen es ja auch schon, ja. Ja, Jahre, ja. Es fühlt sich an, als wenn wir uns Jahre. Wir kommen aus derselben Stadt fast. Das stimmt, ja, wir kommen aus der Nähe voneinander. Da ist man gleich so zueinander connected. Das ist voll toll. Ja, kein Berliner Snake. Deswegen sind wir Playfulness. Ja, Augenkontakt ist auf jeden Fall... Elf Leute die ganze Zeit. Augenkontakt ist auf jeden Fall eine Sache. Natürlich gar nicht. Auf jeden Fall so eine Sache. Das ist meine normale Kommunikation. Jetzt schämt er sich, er guckt zum Boden. Ich schäme mich. Neulich gucke ich oft zum Boden, um zu überlegen. So, weißt du? Das habe ich letztens auch in einem Video gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man... ich mache das nicht aus Taktik. Ich mache das neuerdings tatsächlich so. Was? Also normalerweise, wenn wir uns zu einem anderen Zeitpunkt kennengelernt hätten, ich hätte dir viel mehr in die Augen geschaut. Wenn du mir was erzählst, schaue ich in die Augen. Aber dir ist mir schon aufgefallen, dass wenn ich was erzähle, ich oft auch nicht in dir in die Augen schaue. Weshalb? Nicht aus Taktik, wie gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich mache das neuerdings. Ich finde das irgendwie entspannter, wie jetzt gerade, mal kurz in die Ferne zu gucken und mir Dinge vorzustellen oder Dinge zu überlegen, um dann wieder zurückzukehren zu der Person. Aber ich habe festgestellt, dass es auch taktisch schlau ist, selbst wenn man es nicht taktisch macht. Weil das hat was mit diesem Aufmerksamkeitsding zu tun, weißt du? Wenn ich die ganze Zeit so bin, so... Also Augenkontakt hat ja eine starke Wirkung. Ich finde gerade so in einem sexuellen Kontext finde ich es voll wichtig. Also wenn es gerade sexuell wird, dann bin ich natürlich mit starkem Augenkontakt am Start. Aber an anderen Stellen
Wie jetzt gerade überlege ich halt auch einfach gerne mal kurz. Würde ich halt auch gerne mal kurz, um dann wieder zurückzukehren zum Augenkontakt. Mhm. Einfach so auch dieses, und ich, also ich bin, wenn ich weggucke, bin ich halt nicht unsicher oder so. Das wäre was anderes. Wenn du wegguckst oder unsicher bist, dann ist das natürlich schlecht. Ich gucke nicht weg, weil ich unsicher bin. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht? Unsicher ist nicht schlecht? Du bist das halt gerade, aber du kannst ja darüber hinaus wachsen. Genau, aber es ist nicht schlecht, dass du es jetzt bist. Nein, es ist nicht schlecht, dass du es jetzt bist. Es ist okay, wenn du unsicher bist mit einer Frau, finde ich, ist es okay. Sei unsicher, bist du auch gerade. Du kannst das vor allem auch sagen. Kannst du auch, ja. Das ist ja viel authentisch. Und das gefällt man, Frauen ja auch, wenn man sagt so, hey, ich spreche nicht so auf Frauen an, ich bin ein bisschen unsicher, aber du bist mir aufgefallen oder keine Ahnung. Genau. Nur möchte ich, dass du verstehst, im Optimalfall bist du selbstsicher. Genau. Nur wenn du es in diesem Moment gerade nicht bist, ist es halt okay. Dann musst du nicht auf selbstsicher machen. Yes. So wie ich das gerade mache. Aber das fällt nicht auf, weil ich das so gut kann. Ich bin gar nicht selbstsicher, aber ich kann das gut schauspielern. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Die Hand war leider nicht drauf, oder? Nein, leider nicht. Aber die Leute haben schon verstanden, was ich damit gemeint habe. Also Augenkontakt, Selbstbewusstsein. Was gehört denn da noch zu Selbstbewusstsein? Augenkontakt hast du gesagt. Was gehört da noch zu? Wie kann man das noch machen? Okay, warte, was machen schüchterne Leute? Auf den Boden gucken. So wie ich manchmal. Was ist Selbstbewusstsein? Ja. Ja. Reden können zum Beispiel. Reden können, selbstsicher reden können, sich unterhalten, auch Fragen stellen zum Beispiel. Anstatt halt, ich meine, okay, gar nichts zu sagen zu haben, wäre natürlich auch schlecht. Ich glaube, da gehört auch Selbstbewusstsein dazu, um irgendwas ansprechen zu können. Erstmal um die Person anzusprechen und dann halt auch über Themen zu sprechen und weiter Fragen zu stellen und im Gespräch zu bleiben. Dass man selbstbewusst genug ist, auch da zu bleiben, wenn die Frau da bleibt. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, sorry, was? Ah, okay. Da zu bleiben, wenn die Frau da bleibt. Ich glaube, das war nicht gut auf den Punkt gebracht. Das ist typisch Frau. Ja, Frauen können einfach nichts. Deswegen solltest du auf Dates, nein, können einfach nichts auf den Punkt bringen, wollte ich sagen. Der Satz endete zu früh. Deswegen solltest du auf Dates halt immer, solltest du viel sprechen, weil du merkst gerade, wenn die Frau spricht, kommt da nur Quatsch bei rum. Also ich finde das immer interessant, Entschuldigung, ja. Gerade beim ersten Date. Unterbrech mich ruhig, okay, ist alles cool. Also. Sorry. Körperkontakt. Gutes Zeichen. Okay, weiter. Was soll ich sagen? Gerade auf dem ersten Date. Genau, also da mache ich das persönlich auch meistens so, dass ich dem Mann einfach nur zuhöre und den erstmal reden lasse. Um rauszufinden, ob er selbstbewusst ist? Auch, und um jetzt mal zu erkennen, wer ist das? Wer ist das? Also noch gar nicht so viel preisgeben unbedingt, das ist ja auch im Tierreich so. Der Mann muss ja erstmal alles machen und so, und die Frau guckt sich das an und vielleicht. Weißt du? Empfehle ich dir auch immer, das Gegenteil zu machen, ne? Ich sag ja mal 80-20. Lass die Frau 80% der Zeit reden und mach du die 80%. Beim ersten Date direkt? Ja. Also, kommt gleiches, was du erzählt hast. Okay, wenn dann zwei Personen, die so sind, gegenüber sitzen, dann redet halt keiner. Nein, es redet halt immer jemand so, ne? Ja. Und ja, und auch nie das. Oh nee, das macht er für Beziehungen. So, über sowas reden wir nicht. Beziehungen. Wir sind noch ganz das dran. Will hier keiner. Wir sind noch bei euch und ihr wollt ja lernen, wie man flirtet und so weiter und Frauen kennenlernt und, oder? Hm. Ja, du bist ja auf einem Flirtschein, falls du das nicht, falls es jetzt erst die Realisation jetzt erst kommt. Es steht da unten, ne? Es steht hier in der Ecke, aber ich kann es nicht so groß machen, weil mein Kopf hier in der Ecke ist. Vielleicht ist das Logo gar nicht mit drin in diesem Video. Bei mir ist genug Platz. Ja. Du kannst es spiegeln. Ja, danke. Du bist nicht nur eine tolle Flirtratgeberin, sondern auch toll, was Videobearbeitung angeht. Ja, ich kenne mich auch so. Schön. Also das auf jeden Fall sich unterhalten können, das ist ein wichtiger Punkt, aber davon muss man halt auch, also es ist halt nichts, was man vorspielen kann, offensichtlich, da muss man halt viel in Kontakt mit Menschen sein, deswegen empfehle ich dir auch immer regelmäßig Frauen anzusprechen, empfehle ich dir Dinge wie Meetup, das ist so eine, kennst du das? Meetup, da kann man so Leute aus ganz verschiedenen Interessensgebieten treffen. Da gibt es alles, was du dir vorstellen könntest. Ach so, die Website mit Yoga. Richtig, Tanzen, richtig, richtig. Genau, und da einfach wirklich mit Leuten in Kontakt kommen, weil da lernst du halt selbstbewusst auch im Umgang mit anderen Menschen zu sein. Es gibt aber auch andere Dinge, so Themen, die man halt optimalerweise auflösen muss, damit man eine gewisse Komfortabilität in der Umgebung anderer Menschen hat. Sowas kann man zum Beispiel mit Hypnose machen als eine Möglichkeit. Gibt noch andere Möglichkeiten. Hypnose. Kann ich. Habe ich das erzählt? Hast du erzählt, ja. Habe ich erzählt? Vielleicht ist sie ja gerade hypnotisiert. Wer weiß. Vielleicht habe ich die schon längst hypnotisiert. Okay. schön. Selbstbewusstsein. Fällt dir vielleicht noch irgendwas anderes wichtig ein? Vielleicht irgendwas, was man ganz krass und schnell umsetzen kann, jetzt nochmal zum Ende. Ich stell jetzt eine konkrete Frage.
Was müsste ein Mann haben, damit du spontan mit ihm nach Hause gehst und mit ihm schläfst? Das würde ich einfach nicht machen. Ach so, ja, das ist natürlich eine doofe Frage. die kann man natürlich als Frau nicht richtig beantworten. Fuck. Was würde eine theoretische Freundin von dir machen? Was glaubst du, könnte eine Frau? Nicht du? Was glaubst du, bräuchte ein Mann, um theoretisch irgendeine Frau, nicht dich, mit nach Hause nehmen zu können, relativ schnell? Was glaubst du, ist da wichtig, außer solche Dinge wie Selbstbewusstsein, also, zum Beispiel Augenkontakt? Keine Ahnung, wie viele Frauen es gibt, die das mit sich machen lassen würden. Gibt es bestimmt genug? Gibt es bestimmt auch Videos drüber? Also das klingt halt so, als ob das was voll Schlimmes wäre. Es ist nichts Schlimmes. Nein, es ist nichts Schlimmes. Wenn die Frau das gerade möchte, why not? Okay. Wenn sie ein Ja-Gefühl hat. was bräuchte dieser Mann? Ja, was glaubst du, bräuchte der? Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, einen guten Anmachspruch. Den richtigen Zeitpunkt. Genau, das ist eine Sache, ich rede immer wieder über Logistik, also es muss halt logistisch passen. Ja, wenn sie gerade auf dem Weg zur Hochzeit ihrer besten Freundin ist, dann wird es halt wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Den Anmachspruch, was ist das? Was ist der beste Anmachspruch? Keine Ahnung, einfach Fliege. es gibt keinen besten Anmachspruch, denke ich. Toll, danke. Es gibt verschiedene. Danke für die tolle Antwort. Toll, ne? Ja, also wenn du Hi sagen kannst, kannst du Frauen ansprechen, sag ich. Ne? Hey, wie geht's? Hab dich gerade gesehen. Nichts Verbindliches, nur erstmal vielleicht gucken. Du sagst ja auch bestimmt, wohin willst du, hast du mich auch gefragt. Jetzt hab ich das. Genau, wohin willst du, frage ich mich so deswegen, um die Logistik halt gleich checken zu können, weil dann weiß ich halt gleich. Genau, und dann kannst du das direkt gucken. Okay, soll ich jetzt investieren, noch mehr Zeit, oder soll ich weitergehen? Siehst du, sie kann auch in männlichen Worten sprechen. Soll ich investieren oder nicht investieren? Ne? Ich investiere 100.000 auf Aktie B. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hier gerade? Berechnen. Genau. Also klar, es ist halt dieses, wenn du eine Frau mit nach Hause nehmen willst, dann checkst du halt einfach mal, wie ist ihre Logistik. Ne? Guckst so, was macht sie gerade, was macht sie vielleicht auch später, um erstmal zu wissen, ist es überhaupt eine Möglichkeit an dieser Stelle? Genau, wenn ihr dann vielleicht ein bisschen kurz geredet habt und wenn du sie so leicht berührst oder so, wie reagiert sie darauf? Ne? Ist sie... Hat sie gut darauf reagiert? Das klappt. Okay. Ja. Okay, erzähl weiter. Der heilige Pokémon-Coach hat mich gesegnet, jetzt bin ich auch ein Coach. Also wenn du sie ein bisschen berührt hast so, und sie positiv darauf reagiert. Also ja, die Körper... Was soll ich sagen? Sprache, Haltung? Körpersprache, richtig, genau. Die Körpersprache richtig interpretieren. Wenn sie sich eher verschließt, wird es das wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Aber wenn sie sich halt noch mehr öffnet, ne? Also Körpersprache zum Beispiel noch mehr zu dir richtet, ja. Augen öffnet, Haltung öffnet. Nochmal gesegnet werden will, segne mich nochmal. Heiliger Vater. Und wie würdest du dann, oder wie glaubst du, ist es dann optimal, wenn der Mann so den Übergang, also angenommen, dass alles ist passiert, so er hat also die Regel körperlich positiv und sie hat auch Zeit und so, wie könnte man das dann, was glaubst du, macht Sinn, wie man das dann weiterführt? Keine Ahnung. Okay. Peace. Tipp an dich, ich würde es halt erstmal auf einen Sofort-Date verlagern, dass man sagt, hey, lass doch irgendwie spontan uns was zu trinken holen. Genau, man sollte vielleicht nicht immer nicht sagen, hey, hast du Zeit und Lust, mit mir mitzukommen und Sex zu haben. Genau, das ist halt ein bisschen vielleicht sehr offensiv. Das kann auch funktionieren. Ja, ja, ja. Aber wirklich sehr, das muss dann schon sehr speziell sein. Also wenn die Frau halt überkrass mit dir flirtet, wenn die Frau mega krass körperlich von ihrer Seite die ganze Zeit aus ist und die ganze Zeit irgendwie sexuelle Comments wirfst oder so. Du bist heiß oder irgendwas. Genau, und sie regelt dann mega und du siehst sie, du auch. Dann ist halt so, dann kannst du es vielleicht tatsächlich auf diese krass. Aber dann kannst du es auch, dann brauchst du es auch nicht so, dann kannst du einfach sagen, hey komm, lass doch irgendwie, wenn du Bock hast, können wir noch irgendwie kurz zu mir gehen. Das ist dann so, das sagt das Gleiche, aber es ist dann nicht ganz so plump. Ja. In dem Fall sagt es das Gleiche. Was ich zum Beispiel einmal gemacht habe, ist, ich war einfach stand mit der Frau da und stand mit der Frau da und ich war so, mein Gott, langweilt mich dieses Gespräch. Ich guck mal, was ich für die Kamera machen kann. Und dann war ich so, hey, lass uns spontan was kochen gehen. Einfach so? Stimmt. Einfach so. Und ich so, mal gucken, was passiert. Und sie so, oh, okay. Ich so, ja, cool. Jetzt, ne? Sie so, jetzt? Ich so, ja, los geht's. Hab mich umgedreht und bin losgegangen. Wenn der Mann den Weg weist und halt direkt ist und sagt, wo es lang geht, weil die Frau kann sich meistens nicht entscheiden. Ja. Wie sie schon gesagt hat, also Frauen gehen auf ein Date, um halt und gucken mal, was passiert. Ja. Ne? Da also muss halt jemand die Führung übernehmen. Dadurch kommt halt die Attraction, also die Anziehung, wenn der Mann halt wirklich mehr in diesem Männlichen drin ist und die Frau dann dadurch auch mehr in ihr Weibliches gehen kann. Genau. Das ist ja auch sozusagen, dass der Mann dann, indem er
den Weg weiß und entscheidet und so weiter und geradlinig ist, keine Ahnung, ihr den Raum gibt, halt auch noch mehr ins Weibliche zu gehen und dadurch entsteht meistens noch mehr Anziehung. Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das, also irgendwer muss halt Führung übernehmen in diesen Momenten und die Frau wird es wahrscheinlich nicht tun. Ja, außer also sie ist sehr außer männlich, sie ist super, super, aber dann ist wahrscheinlich die Anziehung nicht so hoch, wenn du auch sehr männlich bist. Oder sie ist halt wirklich einfach super horny gerade und du bist einfach super ihr Typ. Also ich gehe davon aus, in manchen, ich hatte das auch letztens einmal so, also es kann auch passieren und so männlich war die nicht. Also aber ja, ansonsten ist es eher der Fall. Also da musst du einfach führen so. Und also ich gehe dann immer mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass es alles passt. So, ich gehe mit ganz großer Selbstverständlichkeit davon aus, das passt so, das ist das Beste für uns beide und los geht's. Und wenn die Frau darauf keinen Bock hat, dann sagt die schon Bescheid. Die sagt dann schon Bescheid ab irgendeinem Punkt. So, wenn sie da vor meiner Haustür steht und ich mir so, ja, los geht's da rum und ich bin so selbstverständlich und sie so, ah, no, 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 dann kann ich halt damit arbeiten. Aber es macht halt keinen Sinn, schon vorher damit zu arbeiten, mir zu überlegen, oh nein, was wenn sie nein sagt. Ja, sei einfach im Hier und Jetzt. Mhm. Genau. Nicht in der Zukunft, was da schief gehen könnte. Genau, sondern mach einfach dein Ding, ne? Ja. Und dann quatsche ich ein bisschen mit ihr in der Bahn so und dann stehe ich mit ihr hier und ich so, ja, los und geht's. Vielleicht. Und dann kommt sie mit und dann backen wir Kuchen. Backen wir Kuchen, alles klar. Sex haben wir nicht. Nicht bei mir. Nicht vorm dritten Date. No, no, no. Nicht vorm Heiraten. No es bueno. El sexo no es bueno. No es bueno. Ja, no es bueno. Sí. Nicht vorm Heiraten, ja, genau. Das sage ich immer. Ich sage immer zu den Frauen so, ich nehme die dann mit rein und, also, das sage ich nicht an der Tür, weil das wäre dämlich an der Stelle. Aber, dass sie dann weglaufen könnte. Dann kommt sie halt erst. Dann könnte sie erst auf diesen Gedanken kommen und das möchte ich gar nicht triggern. Sondern manchmal auf Dates bin ich dann so, ja, aber du weißt schon, dass es heute keinen Sex gibt, ne? Und sie so, ja klar. Ich so, super, dann haben wir ja... Vor allem so, so unsicher, so, dann, ja klar. Dann sind wir, dann verstehen wir uns ja. Ne? Dann wissen wir ja, ne? Genau. Manche Frauen verwirrt das halt total, das finde ich total. Vielleicht lustig. Aber auch nicht zu verbissen auf dieses Outcome sein, dass dieser Sex stattfindet. Hm. Absolut, weil es kann... Ich glaube, da reagiert die Frau dann auch eher mit... Also wenn man zu doll gepusht wird zu irgendwas, dann zieht die Frau sich meistens auch zurück. Da wären wir wieder bei dem ersten Punkt. Zu viel... Ja, zu viel Pressure. Ich kann nur auf Englisch reden, sorry. Zu viel Pressure. Richtiges Arschdiegel. ja, mega. Also, was denn, nimmst du sie mit nach Hause halt und dann wenn ihr dann keinen Sex habt in dem Moment, dann wird sie dich ja trotzdem wahrscheinlich attraktiv finden und dann triffst du sie halt irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt nochmal und dann habt ihr halt dann Sex. Ja, und genießt ja auch das und das ist ja auch trotzdem ein Gewinn, sag ich mal. Ja, immer voraussetzt, die Frau ist halt auch cool, weil die ich zum Beispiel mitgenommen habe, ich habe es tatsächlich für die Kamera gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Shame on me. Das ist keine gute, sowas solltest du den Frauen nicht erzählen. Naja. Nein, ist authentisch gut. Ja? Ehrlich. Schön. Ja. Pluspunkte gesammelt. Damit arbeite ich auch immer, so Pluspunkte, Minuspunkte. Ich weiß. Woher? Hast du schon mal erzählt? Nicht mit dir, nein. Okay. Ich darf ja auch. In dem Video. Hm? Ja. Was? Guckst du alle meine Videos? Nein, das Video mit mir. Achso, das hast du natürlich geguckt, ne? Natürlich. Wolltest du natürlich selbst sehen, ne? Ich wollte mich natürlich. Kleiner Egoist. Ja, also das mal zum Thema Frauen mit nach Hause nehmen. Also das Video war jetzt super spontan und wir sind einfach permanent abgedriftet von absolut jedem Thema, was wir angeschnitten haben. Aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr, sehr hilfreiches Video war. Einfach, also das Wertvollste in diesem Video, und schau es dir gerne nochmal an, ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Das fand ich das fand ich vielleicht am sinnvollsten, um dir einfach abzuschauen, wie ich tatsächlich mit Frauen umgehe. Also ich habe auch Freundinnen, so ganz normale Freundinnen, mit denen, auch immer denke ich auch so um. Okay, ich gehe mit allen Frauen so um. Ja, ja, ja. Klar. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt gucke ich verschämt nach unten. Okay, niemals einen Mann unterbrechen und einen Tipp an die Frauen. Ja, das irritiert halt nur. Nee, aber das ist, glaube ich, das Wertvollste, was du aus diesem Video hier mitnehmen kannst. Und erstmal danke an dich, dass du da warst. Gerne. Ja, jetzt kannst du auch gehen. Kann ja nicht immer charmant sein. Genau, schön, dass du dabei warst. Am Samstag gibt es das nächste Video hier. Wahrscheinlich jetzt da neben mir, also rechts neben mir, kannst du den Channel abonnieren. Hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du auch so einen unglaublich smoothen und charmanten Umgang mit Frauen lernen möchtest, wie ich den drauf habe. Und unten rechts kommst du zum letzten Video, was ich auf diesem Channel veröffentlicht habe. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.